Herzlich willkommen auf der Wooden Pearl und willkommen auch zu meinem ersten Kickstarter-Projekt. Ich versuche also mein nächstes musikalisches Abenteuer direkt mit eurer Hilfe zu gestalten. Ich bin ziemlich aufgeregt über den neuen Weg und ich glaube, das kann eine richtig gute Sache werden. Also als erstes habe ich den Pavel kennengelernt auf dem Oberwiesenthaler Weihnachtsmarkt auf einem meiner Ostexkursionen und da habe ich das erste Mal seine Geige gehört und da war einfach, der kann zaubern und da habe ich mir einfach nur gewünscht, dass meine Musik und sein Geigenspiel zusammenkommen. Und das hat dann auch geklappt. Wir haben dann nur kleine Gigs gespielt und ich habe in Oberwiesenthal so eine kleine Hütte, da haben wir ein Lied aufgenommen, den König, und das ist dann auch auf meiner CD, auf meiner ersten CD gelandet. Und ich lebe schon hier eine ganze Weile so im Yukon, ziemlich weit draußen, und ich hatte mal ein Buch gelesen hier vom Dirk Zöllner, Die fernen Inseln des Glücks, und das habe ich in meinem Auto liegen lassen. Und ich hatte damals mit Dirk eine E-Mail geschrieben, hey, klasse Buch und vielleicht sieht man sich mal und so. Und zwei Wochen später kriege ich eine E-Mail von ihm. Und er sagt, hey, Jackie Resnicek von Silly war in Dorsen und hat mein Buch in deinem Auto gesehen. Und so ist unsere Verbindung dann entstanden. Und dann ist wirklich das kleine Wunder passiert, dass auf meiner letzten Deutschlandtour im Herbst Jackie und Pavel und ich zusammen auf der Bühne standen. Und als sich dieses musikalische Trio da zum ersten Mal geäußert hat, da sind mir Haare aufgestanden. Und seitdem habe ich eigentlich den Wunsch, mit denen ein Album zu machen. Und jetzt scheint irgendwie die Zeit gekommen zu sein. Und auf dieser Tour waren wir auf Schloss Röhrsdorf bei Dresden. Wir haben dort einen kleinen Gig gespielt und dort ist ein Studio mit eingebaut. Und dann haben wir das Studio besichtigt und ich hatte kurz bevor ich auf die Tour gegangen bin vom Nirvana-Drummer, vom Dave Grohl, so eine Dokumentation über Aufnahmetechnik, über analoge Aufnahmetechnik gesehen. Das heißt Sound City, und da ging es um diese alten, großen Mischpulte, die analogen. Und ich komme dort in Röhrsdorf in dieses Studio rein und dort steht so ein Ding. Und da ist mir ein bisschen die Luft weggeblieben. Und dann war der Techniker total einladend dort und hat gesagt, hey, wir sollten mal was machen. Und ich habe gedacht, ja, wir sollten mal was machen. Und jetzt ist es einfach soweit. Und früher, oder der normale Weg wäre vielleicht, sich irgendein Record-Label zu suchen und dann finanziert das jemand vor. Aber ich mag diesen neuen direkten Weg mit den Fans. Ihr müsst das mögen, was wir machen, und dann fällt euch das sicher auch nicht schwer, uns dabei zu helfen, weil wir dadurch einfach auch wieder mehr machen können, was ihr vielleicht wieder mögt. Und so sind die Wege für mich ziemlich kurz. Und euer Geld wird dazu verwendet werden, dass wir dort uns zwei Wochen im Studio aufhalten können. Und wir dort auch alle hinkommen. Es werden dort wahrscheinlich auch noch Gäste auftauchen. Da bin ich auch schon ganz aufgeregt. Da weiß ich auch nicht ganz genau, wer das ist. Und dann natürlich auch, um das Album physisch herzustellen. Ne? Diese Produktionskosten werden auch damit abgedeckt werden. Und dafür bieten wir euch einfach kleine Pakete an. Also CDs, die ihr vorkaufen könnt, oder auch T-Shirts. Und dann wird es auch so ein paar Sponsorenpartys geben. Je nachdem, wie viel halt jeder gerne investieren will. Aber ich glaube, es wird richtig gute Musik geben. Die kommen jetzt auch noch mal rüber im Sommer hier und wir üben dann hier noch mal und die spielen auch hier ein Gig mit uns. Und dann im nächsten Herbst, denke ich, sind wir, die Lieder sind schon alle geschrieben, die werden halt jetzt nur arrangiert für dieses Trio. Und ich finde es total Zeit geworden, dass die Musik jetzt, die so organisch für mich zusammengekommen ist,
jetzt auch da irgendwie zur Blüte kommt und aufgezeichnet wird, dass dieses Zeitdokument da bleibt. Und wir treffen uns tatsächlich auch, wir werden euch das vorspielen, es wird Konzerte geben da drüben, zwischen November und Januar wahrscheinlich. Und ich freue mich da drauf. Ich wüsste nicht, warum das jetzt nicht stattfinden sollte. Und ich bedanke mich bei denen, die sich schon entschieden haben, uns zu helfen. Und bei denen, die uns noch nicht kennen, ich glaube, es wird ein gutes Abenteuer mit richtig guter Musik. Die auch wieder, auch aufgrund der Aufnahmetechnik, die wir da drüben zur Verfügung haben werden, wieder nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem ganzen Körper aufgenommen werden kann. Out on your own, into the wild, on the way home, with a crooked smile, I will not die until the day our little love has come to say. Look right through you when you disappear, coming in, get out of here. I will not lie until the settle. If you just hold me to let go, I tell you everything that I don't know. So let's get up, we're coming.